Willkommen zu Krügels Comments, heute mit dem Thema Landen. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich mich während dem Flug auf das Wesentliche konzentrieren kann, nämlich wo hat es eventuell noch steigende Luft, wie viel muss ich beschleunigen, was ist die beste Linie, wo ich am weitesten fliegen kann. Und dies ist mir nur möglich, wenn ich auch einen Plan B im Kopf habe, wo kann ich dann auch sicher landen, wenn es eben nicht mehr funktioniert. Hier im Bild bei den Red Bull X-Hops 2019 habe ich versucht, am Hang möglichst weit voranzukommen, bis ich dann eben wirklich zu tief war. Hier weiß ich, dass die Straße eigentlich auch der beste Wanderweg ist und so versuche ich eben noch im letzten Moment rauszufliegen auf die Straße, um eben gleich effizient voran marschieren zu können. Diesen Plan B hatte ich schon lange im Hinterkopf. Die Frage, wo muss ich abbrechen am Hang, wann muss ich rausfliegen, gibt es dann sichere Landemöglichkeiten, sprich die Straße mit dem Verkehr, gibt es vielleicht noch einen Plan C, eine Nebenstraße, was ist mit den Kabeln und so weiter, um eben da keine zusätzlichen Überraschungen zu bekommen. Und schlussendlich gelingt es mir so, immer wieder zu unterscheiden zwischen möglichst Aufwände suchen und dann abzubrechen und sagen, jetzt kann ich landen und marschiere auf der Straße entlang weiter.